Arne Neufang heute in der Startelf beim FK Pirmasens gegen den Titelverteidiger, hätte ich fast gesagt, gegen den Spitzenreiter Steinbach-Haiger. Du hast in Kassel schon gespielt, heute wieder gegen eine Spitzenmannschaft. Und für mich hast du heute eine tolle Leistung gebracht. Du musstest auch auf der 6 sozusagen den David Becker heute ersetzen. Der war vom Platz, also mit Gelb-Rot vom Platz gestellt worden. Und du hast die Sache gut gemacht, wie gesagt. Trotzdem 1-4 verloren. Woran lag's? Ja, im Endeffekt 1-4 ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch. Ich denke, erste Halbzeit haben wir es gut gemacht. Dann machen die halt so ein scheiß Tor und dann ist es immer schwer zurückzukommen. Dann haben sie auch gut ausgespielt am Ende. Ich habe eine Riesenchance zum 1-0, die muss ich machen. Dann läuft das Spiel wahrscheinlich auch nochmal ganz anders. Dann fangen die auch an zu schwimmen. Ja, aber im Endeffekt, wir haben uns vorgenommen, wollten auf 3 Punkte Minimalziel, 1 Punkt gehen. Hat leider nicht geklappt. Es war gerade die Situation kurz am Anfang der zweiten Halbzeit, als der Cesar schon Tor machen kann, dann gehen wir 1-0 in Führung und das Spiel läuft dann völlig anders, wie durch den dummen Stellungsfehler von Benny. Ja, das passiert. Benny hat uns ja oft genug schon dieses Jahr gerettet. Sieht auch schlecht, glaube ich, das Flutlicht. Cesar kann den machen. Das ist aber schwer, glaube ich, zu nehmen. Ich glaube, wenn wir einen von unseren großen Chancen machen, läuft das Spiel halt anders, wie gesagt. Aber ja, jetzt heißt Fokus auf Koblenz, was wahrscheinlich wichtigeres Spiel als heute. Ihr habt ja eigentlich schon Bonuspunkte geholt. Ich weiß, der Trainer hört das nicht so gern gegen Titelfavoriten wie Elversberg und in Homburg. Jetzt haben wir auch wieder ein Spitzenteam heute zu Hause gehabt. Du sagst es jetzt, Koblenz, das sind eigentlich die Mannschaften, wo wir punkten müssen. Siehst du das ähnlich? Ja, Koblenz ist direkter Konkurrent. Steinbach spielt nicht in unserem Bereich in der Liga. Direkte Duelle sind auf jeden Fall wichtiger zu gewinnen. Bonuspunkte würde ich nicht sagen. Wir wollen nämlich eigentlich, wir haben eine gute Mannschaft zusammen. Wir wollen eigentlich jedes Spiel so bestreiten, dass wir es gewinnen können. Und Koblenz ist auf jeden Fall aber trotzdem wichtiger als heute. Dann Kopf hoch, du hast ein gutes Spiel gemacht. In Koblenz wird es dann besser. Ich danke dir. In der Schuhstadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP. Ganz Deutschland sagt, die sind vom Horeb, los ist die Husch dahin.